Hey, was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crash for the Victinnen. Zurück bei Let's Play Mario Strikers Charged Football. Im letzten Part haben wir mit viel Mühe und Not den Striker-Pokal nun endgültig abgeschlossen. Und damit stehen jetzt noch die Striker-Challenges an. Da warten uns einige wirklich heftige, insgesamt 12 davon. Wir fangen natürlich erstmal mit den einfacheren an. Mario, die Entscheidung. Da gibt's immer, da muss man eine bestimmte Anzahl von Toren schaffen. Eine Mindestanzahl von Toren schaffen, damit man, ja, das auch bestehen kann. Die Entscheidung. Es steht unentschieden im Bananenpokal zwischen Mario und DK. Jetzt entscheidet das Golden Goal. Kann Mario siegen und den amtierenden Meister vom Thron schubsen? Das probieren wir jetzt aus. Und anders als beim Striker-Pokal müssen wir nicht wieder mindestens 9 oder 10 oder so und so viele Spieler nochmal von vorne. Also bis zu dieser Spielanzahl 10 oder so und so viele Spieler nochmal von vorne machen. Wir können einfach dann die Mission nochmal machen oder eine andere auswählen. Okay, das Lupfen war jetzt keine gute Idee. Okay, schauen wir mal, ob er reintrifft. Nö. Viele nutzen auch gerne Monty Malwurf anstelle von Birdo. Das ist mir natürlich schon ein bisschen überrascht hier. Der hält echt gut hier. Oh nein. Nicht, dass jetzt dann ein schwacher Schuss vom Gegner kommt und alles zunichte macht. Okay. Bootrick. Ja, nicht klappt, schade. Konnte ich keinen Megaschuss machen? Hält echt gut. Aber das hält er nicht. Tja, das wär's. Die erste Prüfung schon mal vorbei. So. Golden Goal Granate. Mario besiegt Donkey Kong mit einem Golden Goal und gewinnt den Bananenpokal. Donkey Kong gratuliert Mario zu seinem Sieg. Ja, das ist wenigstens guter Sportsgeist. So, die nächste Challenge. Also mir hat es gut gefallen, nachdem die beiden sich immer noch eine erbitterte Rivalität teilen. So, Luigi, Geschwisterrivalität. Müssen wir gegen Mario, gegen denjenigen antreten, den wir schon gespielt haben. Mario und Luigi kämpfen um den letzten freien Platz in der Finalrunde, doch Luigis Team ist unvollständig. Wird es Luigi das erste Mal gelingen, seinen Bruder im Kampf um die Finalrunde zu besiegen mit einem fehlenden Teamkameraden? Also ein ganzes Spiel mit einem Kameraden weniger? Ist es so? Puh. Naja, aber es ist trotzdem ein Amateur-Schwierigkeitsgrad, also ist noch zum Aufwärmen das Ganze. Uff, ich muss also 2 Tore dabei schaffen. Also 3 Tore besser gesagt. Ah, das ist schon mal das erste. Aber nur mit Koopas hier, hä? Huh? Also nur mit ausgeglichenen alleine. Bei diesen rutschigen Terrain. Oh oh! Muss ich mich beeilen? Ey. Gib mir den Ball aber schnell. Ach komm jetzt! Oh shit. Find zum ersten Mal eine Herausforderung? Warum mache ich das? Ich brauche einfach nur neu starten hier. Alter Schwede. Luigi draußen. Mario zieht die Finalrunde ein und schnappt seinen Bruder den freien Platz von der Nase weg. Luigi wieder einmal nur 2 Beste. Natürlich erneut versuchen hier
Also, solche Schüsse lassen. Ach, komm jetzt! Wo rollt denn der Ball eigentlich hin? Normalerweise sollte er zum Cooper zurückrollen hier. Als ob. Alter, ich hasse es, dass es so rutschig ist. Ach, jetzt komm. Das ist so rutschig, dadurch verschwende ich nur Zeit hier. Komm her, gib ihn her mal. Okay, wenn jetzt nicht mindestens zwei reingehen, aber das tun sie doch. Und das ist mal Luigi's Mega Strike hier. Yes! Alle drei. Vier! Ja. Damit hat er es geschafft. Nice! Luigi besiegt seinen Bruder. Mario heimgeschickt. Luigi holt den letzten freien Platz für die Finalrunde mit grandiosen Sieg über seinen Bruder. Sehr schön. Aber ich finde es trotzdem schade, dass ich bereits in Anfängermission einmal verkackt habe. Oh gut, diese... Ich mag irgendwie diesen Spielplatz nicht so. Donkey Kong Affentheater. Das Finale im Blitzpokal und Donkey Kong liegt nach einem Megaschuss drei Tore zurück. Schafft er, ist der mutige Kapitän wieder ins Spiel zu kommen? Wir werden sehen. Donkey Kong gegen Mutant Tyranna. Ja, die beiden Schwergewichte unter sich. Die beiden Stärketypen. Wahrscheinlich hätte es die Mission nicht gegeben, wenn wir nicht Mutant Tyranna besiegt hätten. Hol auf und gewinn. Kein Ding, das werden wir schon hoffentlich hinbekommen. Indem er das machen, schade. Eieiei. Ah, dieser blöde Stromschlag hier. Ah, shit. Ich habe eigentlich ganz gut Zeit hier. So, gib her. Nein! Boah. So, probieren wir es doch mal. So, haben wir selber auch einen Megaschuss. Der katapultiert uns hoffentlich nach vorne. Eins. Zwei, nur schade. Das Problem ist, mit Tod drüber zu springen geht leider nicht. Das ist mir zu langsam gewesen. Hi, also dieses Stadion, ey. Ach komm jetzt! Wo ist der Ball schon wieder? Alter, wie alle interessiert werden. Alter! Den Blutrick hätte ich hier nutzen können. Ach komm, ich will es mal zeigen, dass es möglich ist, über ihn drüber zu springen. Komm jetzt. Ja, es ist möglich. Und Bird, schick mich nicht rein. Lass ihn uns gerne nochmal ein. Jump. Und bumm. So, dead. Ach. Oh nein. Da kommt Knochentrock mit seinem dämlichen Trick.
come on. Hey, lass gut sein. Man muss einen Bootrick nutzen. Komm jetzt. Jetzt. Schade. Das hätte ich dich gerne, ne? Und jetzt. Oh, Trick! Also. Donkey Kong holt sich den Blitzpokal. Donkey Kong nach Sieg über Mutter Tyrannia zum Champion des Blitzpokals gekrönt. Mutter Tyrannia gönnt Donkey Kong den Sieg. Ja? Sportlich. Aber Blitzpokal, den gibt's gar nicht im Spiel eigentlich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde der noch gecuttet, weil es heißt ja, für die Spiele sind nur ein knappes Budget bekommen. Und noch dazu ist das Spiel ja auch nur knapp 2 Jahre nach dem ersten Teil rausgekommen. Also ja. Kampf um die Krone mit Peach. Welche Prinzessin beherrscht den Sternpokal? Die Entscheidung hängt an einem einzigen Spiel. Daisy liegt in der Tabelle vorne, aber wenn Peach Daisy mit mindestens 5 Toren Vorsprung schlägt, ist Daisy draußen und Peach weiter. Er holt sich die Krone. Tja, am liebsten würde ich Daisy die Krone gönnen, da ich sie als Charakter und vor allem als Prinzessin deutlich, deutlich lieber mag und... Und ich immer noch ein bisschen sorti bin, dass sie von vornherein anscheinend nicht im Battle League dabei sein wird, aber man wird sehen. Ich hoffe, dass sie wenigstens noch Freispiel sein wird und nicht wieder nur als Update Monate später hinzugefügt wird, weil... Come on. So einfach nur das Spiel gewinnen. Schade. Ich glaube, Peach schafft es aber nicht, darüber zu springen, über den Kritter. Nimm ihn doch an! Was machst du denn? Oh, das war knapp. Was? Oh, da setzt sie die Teleportation ein. War klar, dass es nichts bringt. Ach komm jetzt. Jetzt, hey. So, jetzt wahrscheinlich verschwendet gerade. Komm schon, Schalke, Ballerin rein. Yes! Oh, er hat seine Maske verloren und man hat es gefilmt. Und trotzdem ist es noch nicht in die Welt rausgekommen. Das große Geheimnis um Schalke ist Visage. Was steckt denn das an der Maske? Bislang bleibt das bis heute noch ein Geheimnis. Oh. So. Sehr schön. Shy Guy ist Kugelwilli. Komm her. Ey. Lass gut sein.
Na toll. Und sie alle gefroren. Schade. Sorry, Peach. Nein, lass du schön bleiben. So, und jetzt. Nein! Knochen trocken. Komm jetzt. Das darf jetzt nicht am Ende noch schief gehen. Yes. Ja, die Eissplitter um sie herum stehen ja gut. Hm? Daisy wirft Peach aus dem Turnier. Was? Peach schafft es nicht. Ach, 5 Tore. Ah, Idiot. Und scheidet aus. Daisy holt sich die Krone als beste Prinzessin. Naja, das hat sie eigentlich schon verdient, ja. Aber in dem Fall darf sie es leider nicht. Sie soll mit Megaschüssen versuchen. Das geht in diesem Phase-Akt ja noch. Aber im späteren Spiel nicht mehr so. Nur 2 gehen rein, das ist ein bisschen wenig. Dass nur die Hälfte, also weniger als die Hälfte reingeht. Ach komm. Da habe ich die Chance auf 6 und dann verpatze ich es wieder am Ende. Der lässt trotzdem die Süßeltöße noch welche rein. Yes, wir haben die 5 Tore. So hätte ich es eigentlich machen müssen. Ich wollte halt mal ein bisschen technisch spielen. Ich liebe es, wenn das in Slow Motion alles dargestellt wird hier. Schade. Dachte, damit komme ich noch davon. Blöder Panzer. Oh nein, so nicht. Was? Bist du wahnsinnig, Kritter? Lass doch nicht solche Schüsse rein! Das darf nicht wahr sein, ey. Der Idiot. Solche Schüsse werden nicht reingelassen. Das ist typisch. Mein Kritter unterschätzt immer viel zu sehr. Nein, ich nehme ihn doch, wenn er schon bei dir ist. Und wieder. Die Drohne hat eigentlich sein Gesicht. Oder schafft, hat das noch rechtzeitig geschafft, die Maske aufzusetzen, bevor man das eigene Gesicht vollständig sehen konnte. Es wird wohl auf ewig ein Geheimnis bei Nintendo bleiben. Nehme ich mal an. Ja, das ist Daisy Spezialtechnik hier so, dass sie ihre Kristalle rausschießt. So, rein damit. Seine Maske kann er auch Emotionen zeigen. Als wäre seine Maske ja fast schon Teil seiner. So, Teil von seinem Körper, aber das ist natürlich nur wegen Videospiellogik so möglich. Der Shy Guy macht's. Das war daneben. Ja.
Schade. Okay. Diesmal aber habe ich es geschafft. Okay. Peach kommt weiter. Peach holt die 5 Tore auf und kommt im Sternpokal weiter. Nice. Ja, beim nächsten Mal sollte ich gleich hier Augen, Ohren und Höschen offen halten, damit ich nicht so einen Fehler nicht nochmal mache, ne? Wäre wohl empfohlen. So. Jetzt die Nummer 5. Und da, das ist schon deutlich härter. Mauer im Strafraum. Daisy hat die Chance auf eine weitere Mauer und Trophäe im Blattpokal, wenn sie ihr nächstes Spiel ohne Gegentor gewinnt. Nimmt sie die Trophäe, das 5. dann folgen wir nach Hause. Wird Waluigi die Suppe versalzen oder wird Daisy das Team seinem Titel als Spitzenverteidiger gerecht werden? Also kein einziges Gegentor. Tja, wenn Kritter hoffentlich dieses Mal sich benimmt und keine zu leichten Schüsse reinlässt. Tja. Dann wäre es möglich, das zu schaffen. Oh shit. Das fängt ja schon gut an. Was hat denn der für Schieße, bitte? Ey, komm. Brutal sind die alle wieder. Oh nein. Ich bin ja vermasselt. Ach, come on. Ah, schade. So, schön eingefroren hier. Ach, Kretter. Was soll das? Schade. Ah, shit. Nein. Nein. Das wäre beinahe schief gegangen. Ach, shit. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Selbst Barbara kann was schief gehen, wenn die Fernbedienung spinnt. Komm! Yes! So. Nein! Nein, lass gut sein! Ja, verbrennen bloß. Shit, das konnte ja auf Dauer nicht gut gehen. Nein, lass gut sein, Waluigi. Nein.
Ach, das war... Boah, hätte er in allerletzter Sekunde noch geschafft. Der hätte auch einige Chancen gehabt. Wäre der Schwierigkeitsgrad höher, dann wäre das wirklich unmöglich gewesen. Daisy stellt Mauerrekord auf. Daisy blockt Waluigi und geht mit ihrer fünften Mauer drauf hin in die Geschichte der Streckerliga ein. Glückwunsch, Daisy! Jupp. So. Schon mal nicht schlecht. Also es waren schon mal 5 davon. Wir haben fast die Hälfte. Jetzt kommt daneben und benommen. Aber das dann ab dem nächsten Part. Und wem mir gilt, wenn es dir gefallen, wusste diese Bestimmung ist. Heißt, Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Vegetarian. Bis nächsten Part von Let's Play Mario Strikers Charged Football. Also auf Wiedersehen und tschüssi und Leutchen.